So, willkommen zurück und wir zu Dragon Age wollte ich gerade sagen, wir wollen mit Arthras reden. Hätte ich auch noch ein paar Waffen oben. Hätte er vielleicht noch was für mich? And Baron Atishan, Fremde. Oh, was Ich denn? bin Athras. Ich hoffe, die anderen sind nicht zu grob mit euch umgesprungen. Doch, so sind sie. Das geht mir auf die Nerven. Ich habe eine Aufgabe zu erfüllen. Sie waren ein bisschen argwöhnisch. Ja, wie gesagt, immer freundlich bleiben. Freundlichkeit Das kostet wäre nichts. ich an Ihrer Stelle auch. Immerhin wurden Sie gerade angegriffen. Es ist nicht unsere Absicht, einen grauen Wächter zu beleidigen. Wir sind einfach zu sehr in Sorge um unsere Jäger. In solchen Zeiten vergisst man die gebotene Höflichkeit viel zu leicht. Soweit ich weiß, wollt ihr im Brasilienwald nach den Wölfen suchen. Ich würde euch gerne begleiten, aber Zethrian hat es mir verboten. Er hat es euch verboten? Es ist uns untersagt, jetzt den Wald zu betreten. Ich hätte mehr Anlass dazu als die meisten, aber ich werde mich meinem Hüter nicht widersetzen. Warum? Es könnte vermutlich nicht schaden, es einem anderen Elf zu erzählen, aber ich nehme an, ihr habt größere Sorgen als meine Probleme, oder? Yay, Elfenbonus, überreden! Nun ja, vielleicht könntet ihr mir ja helfen. Ich wüsste es zu schätzen, wenn ihr irgendetwas tun könntet. Meine Frau Danaila und ich haben bei dem Überfall gegen die Werwölfe gekämpft. Sie wurde so schwer verwundet, dass sich der Fluch rasend schnell in ihr ausbreitete. Zethrian hat alles getan, um ihre Schmerzen zu lindern, aber er konnte kaum etwas bewirken. Und obwohl er behauptet, Danaila sei tot, lässt er mich ihren Leichnam nicht sehen. Langsam glaube ich, dass sie zu einem Werwolf geworden ist. Und dass er mich deshalb nicht zu ihr lassen will, damit ich mich nicht auf die Suche nach ihr mache. Wenn ich nur wüsste, ob Danaila noch lebt oder was mit ihr geschehen ist, dann könnte ich Frieden finden. Tja, da Suchtrupp zu spielen. Vielleicht kann ich davon. Ich werde mal suchen. Ich habe ein Amulett, das von unseren Handwerkern angefertigt wurde. Es ist nicht viel, aber ich würde es euch gerne im Tausch für jegliche Neuigkeiten überlassen. Ja, super. Na bitte. Da haben wir auch wieder Nutzen raus, also ist die Aufgabe für mich moralisch vertretbar. Wie war das mit gleich noch? Helfe nicht den Schwachen? Aber ich habe ja. Ne? Achso, die steht hier einfach nur so rum. Anathera, grauer Wächter. Mit der grauen Wächterkarte kommt man auf jeden Fall ziemlich weit. Die scheinen ja sich allgemeiner Beliebtheit zu. Verdammt, ich wollte gerade springen. Die scheinen sich ja allgemeiner Beliebtheit zu erfreuen. Warte mal, Jäger, warte mal. War hier nicht noch irgendjemand mit einem Ausrufezeichen über dem Kopf? Da hinten nicht. Da auch nicht. Ich denke mal, wir sind jetzt langsam durch und ich kann mich in den Wald wagen. Aber ich halte, wie gesagt, die Waldgeschichte immer noch nicht für so die beste Idee. Mit Gea habe ich mit der schon. Seid erneut gegrüßt. Habe ich mit der schon alles? Ja, naja, Fragen beantworten? Ich bin mir nicht sicher, ob ich euch weiterhelfen kann. Mit dem Wald? Darüber sprecht ihr am besten mit Sayrell. Er ist unser Geschichten. Mögen euch. Ja, gut. Ich habe das mal ein bisschen abgekürzt, auch wenn es ein bisschen hässlich sich anhört. Ah, nein, mit der Schülerin habe ich noch gar nicht gesprochen, fällt mir gerade ein. Die vom Häuptling hier. Die hat doch noch. Nee, wer ist der denn? Warum hat der denn immer noch ein Ausrufezeichen im Kopf? Ich habe euch doch gesagt, ihr sollt mich in Ruhe lassen. Sagt mir, was euer Problem ist. Ich sollte darüber nicht mit einer Außenstehenden sprechen. Ihr würdet es nicht verstehen. Also, einschüchtern. Jetzt nehmen wir vor, vielleicht überrasche ich euch ja. Nun, es kann vermutlich nichts schaden. Ihr könnt mir ja ohnehin nicht helfen. Ich war zu lange ein Lehrling. Um ein echter Jäger zu werden, muss ich das Fell eines Tieres vorweisen können, das ich selbst erlegt habe. Von einem Wildschwein oder Wolf oder irgendetwas. Ich wollte im Wald auf die Jagd gehen, aber wegen des Angriffs dürfen wir ihn nicht betreten. Das eigentliche Problem ist aber Gaynor. Deswegen kann ich mit ihm reden. Oder mit ihr, besser gesagt. No. Die junge Frau im Feuer. Sie ist diejenige, nach der sich mein Herz verzehrt. Ich habe sie um ihre Hand gebeten, aber sie hat mich kaltherzig zurückgewiesen. Sie sagt, sie würde sich nicht mit einem Lehrling einlassen und nennt mich ein Kind. Aber ich bin kein Kind. Wäre ich ein Jäger, könnte ich es beweisen. Aber ich kann nicht auf die Jagd gehen. Das sieht aber schon ziemlich jung aus. Mit mir einlassen. Ich fühle mich so machtlos. Ich hätte nicht darüber sprechen sollen. Überlasst mich einfach meinem Kummer. Frank? Ich glaube nicht, dass ich euch irgendetwas erzählen kann. Meine Clanbrüder und Schwestern im Lager sind euch wahrscheinlich eher eine Hilfe. Ja, gut, klasse. Wir haben uns nichts mehr zu sagen. Verschwindet! Nee, hört doch einfach mal zu. Nein, lasst mich in Frieden. Oh Gott. Der ist ja lästig, ne? Du hast ihn verschwindet. Eine besondere Form der Erklärung von der Forschung kann bis zu zwei unterschiedliche. Stufe 7, die zweite. Ich kann Spezialisierung haben? Ups. Ich habe aber gar keine gewählt, oder? Warte mal, mal kurz gucken hier. Wo ist denn hier? Moment. Ich hab eine Spezialisierung für hier? Wo denn? Aha.
Aber kann ich das hier eigentlich irgendwie durchklicken oder muss ich hier tatsächlich kurz... Wo ist denn eigentlich das Menü dafür? Ich meine, ich klicke das hier... Kann ich das Ding hier eigentlich... Ah, das ist ja witzig. Ich kann die Karte zumachen, aber ich glaube, ich brauche die noch. Oder kann ich die irgendwie noch skalieren? Nee. Ich kann doch hier irgendwo... Ich mache hier immer alle Menüs mit den Kurztasten auf. Das... Ich weiß halt echt nicht, auf welche Taste... Also doch, auf I liegt das immer da, logischerweise. Auf J... Nee, auf K liegt scheinbar meine Fähigkeiten. Das auch immer das abgekürzt. Auf J ist mein Journal, also mein Tagebuch. Auf M ist die Karte, logischerweise. Auf N ist die Weltkarte. Ah, der Charakterbogen, genau. Heldenhafter Erfolg. Habe ich schon einen? Anteile von Dragon Age Origins gemeistert. 13%. Yay. Ja, nee. Habe ich jetzt irgendeine Spezialität? Ich habe Magie und Magierin. 11. Schön. Ist jetzt meine habe ich jetzt irgendwie meine Spezialisierung irgendwie gegen den Baum gefahren? Oder habe ich das irgendwie vergessen? Oder hat nur Alistair die Spezialisierung? Der hat nämlich... Warte mal, wo ist denn hier der Charakterbogen? Der war doch gerade... Der hat jetzt nämlich... Genau, der ist jetzt nämlich Krieger und scheinbar... Und wie habe ich gar nichts gewählt? Na gut. Oder warte mal, welches Level ist sie jetzt? Hier siehst du jetzt auch Level 7, oder? Wo steht denn das überhaupt? Ich bin bis Stufe 8. Ich glaube, ich habe es irgendwie vermieden, irgendwas zu leveln. Das ist jetzt der Grund, warum es jetzt so ist, wie es ist. Warte mal, hier vorne kann ich da noch rein, oder? Hier, ist das ein Türsymbol oder ist das einfach nur... egal, ich gehe jetzt in den Wald. Ein bisschen Action machen, nachdem ich mir eine gute Folge, mehr als eine Folge lang nur unterhalten habe mit irgendwelchen Leuten, könnte ich jetzt ja doch einfach mal in den Wald steppen. Brasilia-Wald, Gebietdurchquerung, das wird total witzig. Das Nichts ist die Heimat gefräßiger Dämonen, die nichts unversucht lassen, um den Schleier in das Land der Lebenden zu durchstreiten. Dort angekommen, ergreift sie von der lebenden oder toten Körper Besitz. Klasse. Ich frage mich ja immer noch, ob die Dämonen jemals auf die Idee kommen, sind ihre eigene Welt irgendwie mal aufzubauen. Wir sollten uns nicht verlaufen. Das kann an einem Ort wie diesem nur zu leicht passieren. Eine Elfenwurzel. Ich wette, meine Tür ist gleich weg, mit der ich herkam. Aber ich flieg erstmal. Okay, erstmal Lagerpeilen. Was zaubert hier? Und von wo kommen die Viecher? Ach, da hinten. Ah, das sind aber nur 15 Wölfe. Die tun mir ja nichts. Zack. Da. Ach, das ist ein Werwolf. Oh, den sollte ich vielleicht nicht zu nah an mich rankommen lassen. Ein Werwolf. Das fände ich irgendwie doof, wenn der irgendwie auf einen Meter rankommen würde. Also bitte Fokus auf den Werwolf. Und du machst bitte auch den Betäubungsschuss. So, damit ist der Werwolf auf jeden Fall schon mal gut aufgehalten. Warum rennt er einfach durch? Ist der doof? Mori kann gerade nicht. Wer kann denn jetzt überhaupt? Wo ist denn das zweite Eis hin? Das habe ich noch gar nicht verbraucht. Ups. Oha. Nee, der ist tot. Der ist gestorben, bevor er was machen konnte. Codex aktualisiert. Werwolf. Und dann blieb aufrecht stehen, die Bestie mit den Reißzähnen kam näher, er sah den Zorn in ihren Augen und den Wolf, der sie einst gewesen war, das Schwert erhoben, pries er den Gideon tot und betet zum Erbauer aus. Eine unbekannte Version von Dano und der Werwolf, eine Legende aus Ferelden um 450 Schwarzzeitalter. Toll. Gut, niemand hat sich investiert? Lasse. Ich glaube sowieso nicht, dass ich mich hier investieren kann, wenn doch, na, dann halt doof. Dann müsste ich mich hier... Ja. Kommen jetzt hier noch mehr Werwölfe an? Ach, da sind ja noch mehr, Gott, oh Gott, oh Gott. Ich meine, solange das hier bei Einzelwölfen bleibt, ist das ja alles schick, weil... Naja, was sollen sie machen? Ich meine, die können mir ja prinzipiell so gar nichts, die Viecher. Das, ich mache jetzt auch mehr... Total beeindruckend, diese Wölfe. Oh, das sind zwei Wölfe. Oh, das ist ungünstig. Das ist jetzt sehr ungünstig, dass jetzt zwei von der Sorte kommen. Verdammt, da kommen sogar drei. Nee, das sind nicht drei, aber warte mal. Kann ich nicht mit ihr irgendwie schon mal prophylaktisch das da machen und das da? Ich bin so. Oh, ich habe 9 Schaden genommen. Das ist zu viel war. Wo ist denn hier eigentlich das Eineisen von Mori? Mori, du solltest ja eigentlich diesen Werwolf ein. Oh, jetzt sind es aber doch irgendwie ganz schön viele. Gerade meinte ich ja noch, dass das geht hier direkt mit der Anzahl an Viechern, die hier so rankommen. Ach, ich zauber jetzt einfach fröhlich in die eigenen Leute rein. Meine Leute werden das schon überleben, die Wölfe auf jeden Fall nicht. Und Preise den Erbauern. Ein Lebensstein. Dieser seltene Stein findet man in unmittelbarer Nähe von Lyriumerz. Sie verfügen daher über einige von dessen Fähigkeiten. Lebenssteine verbessern bei der Herstellung von Gegenständen die natürlichen Eigenschaften anderer Werkstoffe. Kurz den geringen Boost auf seine Naturresistenz. Ah ja. Gut. Was auch immer unter Naturresistenz alles fällt. Ist mein Weg zurück eigentlich noch? Nö, der Weg ist zurück. Es sieht noch so aus, wie er aussieht. Und doch ist alles gut. Also bis jetzt ist es ja nicht so besonders schwierig hier so... Ach, was haben wir denn da? Ein großer Bär? Ich soll den Wald ja nicht verärgern, ne? Mori, zurück! Wir bewegen uns mal hier. Also solange der Bär mich nicht angreift, ignoriert mich komplett der Bär.
Andrastes Segen. Ja, Team Pocket, mir nach. Muss ich jetzt alle einzeln steuern? Oder muss ich eigentlich nicht? Ja. Ja, wir rennen jetzt. Ich bin dran. Ah, guck mal, was haben wir da hinten noch? Wollen die mir auch was tun, oder? Oder wollen die einfach nur mit mir reden? Weil die kann ich ja gar nicht anklicken, oder? Was ist das denn hier? Hallo! Die Wachwölfe sprachen die Wahrheit, Brüder und Schwestern. Ich könnte doch reden. Ja. Eine weitere Dalish kommt, uns unseren Platz zuzuweisen, uns zu bestrafen für den Angriff. Ich bin keine Dienerin der Dalish. Ich bin hier, genau das da. Haltet ihr uns für dumm? Ach, wir wissen, ihr kommt aus ihrem Lager außerhalb des Waldes. Vermutlich schickt euch der alte Hüter persönlich. Ihr sprecht mit Windläufer. Ich führe meine verfluchten Brüder und Schwestern an. Kehrt um. Geht zurück zu den Dalish und sagt, dass ihr versagt habt. Sagt ihnen, wir werden mit Wonne zusehen, wie sie an demselben Fluch leiden, der schon so lange auf uns lastet. Jetzt bezahlen sie dafür. Oh, da seid ihr, die den Dalish aufgelauert haben. Mir klingt das ja die großen Hass auf die Dalish. Ich möchte mit euch sprechen, ich will euch nichts tun. Ja, genau, ich spreche mal ein bisschen mit den Werwölfen, das ist ja hochinteressant. Hat euch nicht Zazrian geschickt? Er will nur unsere Zerstörung, kein Gespräch. Ich will mir schaffen, weil ihr sprecht von Zazrian. Ja, genau, das würdet ihr ihn kennen. Wir beide sind uns nie begegnet. Ich schwöre, das würde er auch nicht überleben. Die ist ja voll freundlich, warum hasst du ihn so sehr? Wer über den Wolf namens Schattenreißer zu erfahren? Schattenreißer ist der Erste und der Älteste. Dieser Wald ist seine Heimat und ihr werdet ihn nie sehen, wenn ihr Glück habt. Also war er der erste Werwolf? Der Erste von uns. Wenn es seine Art auch woanders gibt, wissen wir nichts darüber. Gibt's, warum hast du die Jagd? Warum denn? Ihr wisst gar nichts. Nichts über uns und noch weniger über jene, denen ihr dient. Ihr seid ein Narr. Das Gespräch ist beendet. Nee. Verlasst den Wald, solange ihr noch könnt. Lauft zu den Dalish und sagt ihnen, dass sie untergehen werden. Ich will nicht kämpfen, aber Rückzug ist auch keine Möglichkeit. Genau. Ich will nicht gegen euch kämpfen. Aber unser Feind hat euch geschickt. Da bleibt uns keine Wahl. Ja, kommt, Brüder und Schwestern. Windläufer, ruft euch zum Kampf. Vertreiben wir diesen Eindringling aus unserer Mitte. Aha. Okay, das ist natürlich doof. Dann, ich glaube, Feuer gegen Wölfe wird auf jeden Fall... Ach, verdammt, sie ist nicht mehr voll geheilt, ne? Weil ich hier dauerhaft im Kampf bin, ne? Ja, sie könnte jetzt auf jeden Fall erstmal hier auf den da. So, ist schön, dass schon wieder meine Magierin hier am Tanken ist. Warte mal, er kann doch hier den Schildfokus machen. Soll er bitte mal machen. Und jetzt kann er nämlich das da machen. Nee, ich kann sowieso gerade nicht viel machen, aber ich kann Windläufer auf jeden Fall nochmal eineisen, weil es so schön war. Und ich kann ihnen den Geist verwirren, oder? Ja. Macht zwar irgendwie alles keinen Schaden, aber das passt schon irgendwie. Ich meine, solange hier nicht noch mehr kommen, ist eigentlich alles gut. So, jetzt werde ich hier noch gehauen. Das ist ja unglücklich. Kann ich noch was tun? Ich könnte noch Blitz raufhauen oder vielleicht sogar eventuell so, dass ich nicht meine eigenen Leute treffe. Das wäre gut. Ja, das passt. Genug. Der Wald hat Augen und wird sich um euch kümmern. Lasst euch das eine Warnung sein. Ah, Mann. Der lässt sich nicht mehr töten. Gott, die haben ja bloß Angst, die Viecher. Ich hab's immerhin versucht. Ich hätte vielleicht nicht nach den Dalish fragen, das war vielleicht taktisch unklug. Naja, gut. Hört man da. Achso, da oben hätte ich wahrscheinlich auch schon langlaufen können, oder? Dieser Wald ist ja auch Ach nee, das ist der dicke Bär. Achtungs, warte mal, wir sind bitte wieder auf Auto-Follow. Hallo? Auto-Follow? Frei bewegen, ja. Gruppenwahl. Verstanden. Erledigt. Ja, schon, das hätte ich vorhin auch tun können, aber warum kommen die jetzt hier schon wieder nicht mit? Jungs, kommt ihr bitte mal mit. Wahrscheinlich, weil wir immer noch im Kampf sind. Naja, toll, da sind schon die nächsten. Tollwütiger Werwolf, ach, ist das schön. Ach, da hinten sind noch mehr. Ach, das ist. Oh Gott. Und meine Truppen sind ganz weit hinten.
Ah, dieser Dauerkampf ist natürlich jetzt sehr nervig. Du machst erstmal das da, Mori macht das da. Und du machst hier das da. Oh, schön, dass. Ach, guck mal. Schön, dass Werwölfe auch tollwütig sein können. Noch oben drauf, noch neben ihrer normalen. Hallo, ich würde das gerne. Ja, genau so wollte ich. Greifen die überhaupt von alleine an? Nee, oder? Warum machen die das denn nicht? Jungs, das, ihr könntet wirklich. Was ist das hier eigentlich noch? Lied des Heldenmuts? Nee. Ach komm, hier, machen wir das da. Greift an. Präziser Schlag ist immer eine gute Idee. Lebenspunkte entziehen auf irgendjemanden. Ist mir eigentlich egal auf wen. Und wir eisen den, den der meisten Lebenspunkte noch hat, den da also ein. Ja. Jetzt kommen hier von woanders auch noch welche. Langsam wird es echt lästig mit diesen Werwölfen. Vor allen Dingen hält mein Mana auch nicht ewig, ne? Aber man, die Lebenspunkte, also die machen anscheinend nicht so viel Schaden, die Jungs hier. Das ist. Na, vergiss das mit den Schaden. Wenn ich hier zu viert auf meinen guten Alistair einprügel, dann werde ich mich wahrscheinlich an die nicht mehr so lange erfreuen. Das kann der Mori hier noch machen. Die kann, glaube ich, hier noch verwirren, obwohl ich das glaube auch nicht so gut. Machen wir das dann mal noch. Lebenskraftentzug. Ja, ist ja schön, dass sie gerade ihr letztes Mana rausgehauen hat. Was man noch 1A für einen Heilzauber hätte verwenden können. Nein, warum hat. Ich muss sie dringend die Dolche aus der Hand nehmen. Das geht ja so gar nicht mit den Dolchen. Das ist. Ah, Alistair ist schon wieder am Umkippen. Ah, ich bin echt nur damit beschäftigt, meinen verdammten Tank zu heilen. Das, wo ich doch eigentlich Kampfmagier werden wollte und nicht Heilmagier. Aber ich meine, der starke Werwolf scheint auch bald mal tot zu sein. Aber kann man hier nicht was machen? Ach, Eis ist wieder nicht verfügbar. Ach, komm, mal versuchen wir nochmal, wenn wir Monomen zu machen, auch wenn es nicht klappt. Denn. Kein Alistair, kann der nicht noch irgendwas Schönes machen? Der kann auch einen präzisen Schlag ansetzen. Mach das doch mal. So, Lebenskraft im Zug. So. Puff. So. Na bitte. Waren das alle? Das wäre klasse. Werwolfsfell, Mensch. Das kann man sicherlich noch zu was gebrauchen. Schwacher Irgendwas-Trank. Eventuell kann ich auch zu allen drei. Also, ich kann ja bei den Dalisch-Leuten was einfordern und bei den anderen auch. Vielleicht kann ich das ja auch. Vielleicht kann ich das ja auch unabhängig voneinander machen. Das ist ja einfach. Alles gleich schwer. So. Heilt sich das Zeug? Bin ich jetzt hier immer noch dauerhaft im Kampf? Das ist ein bisschen doof, dass ich hier den Kampf nicht verlasse, ne? Weil, jetzt regeneriert sich, glaube ich, alles, oder? Nee, tut's immer noch nicht. Das ist jetzt echt ein bisschen doof, weil. Meine, klar kann ich jetzt meine ganzen Leute hier hochheilen, das ist, solange sich die Mana so ein bisschen regeneriert. Da hatte ich nicht Atem des Erbauers. Lied des Heldenmutes, ja, ist. Das hat sie doch die ganze Zeit an, oder? Nee, jetzt hat es nicht. Na, jetzt habe ich es ausgemacht, das gute Lied des Heldenmutes. Das hätte ich noch gebraucht. Weil jetzt muss ich einfach meine Gruppe hier heilen, weil die sich nicht. Regenerationszeit, nee, das. Ach so, das funktioniert nur einmal. So. Ja. Ja, so, machen wir da noch. Oder oh, die Liana kann ich aber gut heilen. Die hat anscheinend sehr viel weniger Lebenspunkte als die restliche Horde. Ach, weil dieser dumme Bär da, der große Bär da hinten immer noch als. Hä? Wer ist das denn? Ein Leichnam. Was machen denn Templer hier hinten? Magistergur, verringert Finger aufrechter. 10% auf aufrechterhaltende Effekte. Das ist ja schön, warte mal. Verteidigung, der ist schön, aber warte mal, das ist ja eigentlich ganz praktisch, so ein Magistergurt. Dann kann ich nämlich meinen Gürtel weiterreichen an sie hier mit Verteidigung. Sie steht ja auch die meiste Zeit relativ weit vorne. Hä, wer ist er denn? Hallo? Ja, kann ich noch mit ihm reden oder ist das nicht drin? Nö, okay, gut, ich kann ihn mir einfach nur angucken, das ist natürlich. Aber wahrscheinlich, weil ich gerade im Kampf bin, kann ich nicht mit ihm reden, das ist natürlich jetzt doof. Ja, ich glaube, ich muss zurück zu diesen dummen Bären, den Bären umkloppen und danach kann ich mit den komischen Elfen. Warum? Bewegen die sich denn? Ja, das irgendwie habe ich das hier gerade total kaputt gemacht mit den Freibewegen hier. Das klappt irgendwie so gerade gar nicht, dass sie sich hier irgendwie mal so bewegen, wie ich mir das vorstelle. Gut, hauen wir halt, kloppen wir halt den Bären um. Ich meine, so doll kann der ja auch nicht sein, der Bär, oder? Glaube ich zumindest. Ach, ich habe wahrscheinlich irgendeine Taste gedrückt, die das macht, dass der sich nicht mehr. Dass meine Leute sich nicht mehr ordentlich bewegen. Ich wüsste bloß halt nicht welche. Ach, egal. Machen wir kurz noch den Bären tot, dann klappt das schon. So. So, das. Er kann ja eigentlich auch nochmal ein bisschen Dauerfeuer-Ungeheuer machen mit dem Bogen. Sie auch. Zack, auf die 1, auf den Bären drauf. Ja. Ah! Jetzt stirb endlich! Also, jetzt findest du denn. Oh, der Bär hat übrigens widerstanden dem Eis. Das ist natürlich jetzt sehr unglücklich. Das war jetzt nicht Teil des Plans, dass der Bär dem Eis widersteht, aber egal. Ende. Ich werde nicht. Ja, präziser Schlag. Ich kann doch auch mit dem Bogen präzisen Schlag setzen. Warte!
Ah, ich werde nicht wanken, das ist ja klasse. Wie meine Magie immer wieder keinen Mana hat. Na gut, dann versuchen wir das Klima zu... Oh, das Benommen machen hat tatsächlich... Nee, das hat nicht gedacht. Aber warum hat sie denn schon wieder ihre dummen... Also ich muss ihr dringend beibringen, dass sie die Dolche nur bei hat, weil ich Inventarplatz... Ha, gut. Ah, Codex aktualisiert. Ich habe einen Bär. Kenntier liebt Dotter mehr als die Bären. Die Geschichte der Dalsch. Ich glaube, es war eine total dumme Idee, diesen Bären zu töten. Aber anders wäre ich hier aus dem Kampf nicht rausgekommen. Ey, ich habe einen Silberkelch gefunden. Juhu. Ich glaube, es war eine... die absolut oberdämlichste Idee, überhaupt diesen Bären auch nur anzugucken. Na gut, jetzt ist es geschehen. Jetzt ist er tot. Jetzt können wir nichts mehr machen. Der arme Bär. Der hat mir wirklich nichts getan. Der hat mich ja nicht von alleine angegriffen, nicht wahr?